Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von coffeeness.de. Heute bin ich wieder hier mit Mauricio. Moin Moin. Und einer Kaffee-Vollautomaten, wo wir nicht nur diesen Vollautomaten noch nicht hier hatten, sondern die Marke hatten wir noch gar nicht hier. Und zwar ist das KitchenAid. Und KitchenAid kennen die meisten Leute wahrscheinlich eher von so Haushaltsgeräten, Küchenmaschinen. Ich habe hier noch was vorbereitet. Von diesen Dingern, Teigrührern. Mit ganz vielen Aufsätzen, damit kann man alles Mögliche machen, so daher kennt man die Marke. Gab es lange Zeit gar nicht in Deutschland, Jetzt aber auch in Deutschland alles erhältlich. Ist halt eine US-amerikanische Brand eigentlich, deswegen ist das dann in Europa ein Importprodukt. Und das, ich glaube, das kann man sagen, das ist auf jeden Fall ein Designklassiker. Ja, ein hochwertiger Designklassiker. Genau, und kaufen auf jeden Fall viele Leute auch, nicht nur um Teig zu rühren, sondern auch, damit das gut in der Küche aussieht. Mhm. Und wir gucken uns heute diesen Kaffee-Vollautomaten von KitchenAid an. Ich bin schon sehr gespannt, muss ich sagen. Vergleichen den mit den drei verschiedenen Modelltypen, die es davon gibt. Hier haben wir jetzt nur natürlich das Top-Modell. Alles andere würde ja für den Kanal keinen Sinn ergeben. Das ist jetzt der KitchenAid KF8. Und wir werden jetzt ganz viele Getränke mit dem zubereiten, euch zeigen, was uns wirklich positiv überrascht hat. Das ist wirklich was, was wir auch von vielen anderen Herstellern seit langem wollen. Wir haben ein paar ganz kleine Sachen rumzumäkeln und alles erfahrt ihr hier in dem Video und dabei wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Viel Spaß! Was war denn jetzt dein erster Eindruck von dem KitchenAid KF8? Also mein erster Eindruck war, dass ich ihn hier ins Büro hochtragen musste und dass der Karton extrem schwer war. Das ist in diesem Fall allerdings ein gutes Zeichen, weil wenn das Gerät etwas schwerer ist, habe ich gleich schon das Gefühl, okay, da ist Material drin, es könnte etwas hochwertiger sein. Das war so mein erster Eindruck. Und beim Auspacken hat sich das auch gleich bestätigt. Also er sieht auf jeden Fall, wie man es hier vielleicht auch schon sehen kann, hochwertig aus, schönes Display. Und dementsprechend war ich natürlich super gespannt auf die Getränke. Ja, die Haptik ist wirklich schon was Besonderes. Ich hatte jetzt noch nie einen Vollautomaten, der bei der Kompaktheit so schwer ist. Und auch egal, wo man anfasst, alles fühlt sich irgendwie ziemlich gut an. Wir gucken uns jetzt gleich auch nochmal das Display an. Und das sieht auch schon ziemlich gut aus. Ich glaube, das machen wir jetzt sogar mal als erstes. Ich gehe mal nach vorne, dann zeige ich euch einmal das Display, die ganzen Getränke, die ihr auswählen könnt. Insgesamt sagt der Hersteller zumindest 40 verschiedene Getränke, die man bei diesem Modell einstellen kann. Mhm, aber das ist schon eine Anzahl. Bei den anderen Modellen, glaube ich, weniger. Aber wir gucken erstmal hier rein. Hier muss ich mal hingehen, genau. Und dann sieht man hier jetzt schon, das ist jetzt das normale Display, wenn man nicht in den Profilen ist. Und wir gehen einfach mal durch die Getränke durch, damit ihr seht, was alles im Angebot ist. Dann haben wir Cappuccino, Espresso, Milchkaffee, Espresso Lungo, Latte Macchiato natürlich. Das ist wahrscheinlich ein Espresso Macchiato, aber da steht jetzt nur Macchiato dran. Ich weiß gar nicht warum, aber ich gehe mal zurück. Espresso Lungo, Macchiato. Okay, Latte Macchiato. Americano, Flat White, Café au Latte, Ristretto, Cortado, Milchschaum, warme Milch gibt es dann noch, heißes Wasser und grüne Teewasser. Wobei da ist es einfach nur von den Getränken, von der Temperatur Unterschied. Wir haben das ausprobiert, der grüne Tee, wenn der rauskommt, das Wasser für den grünen Tee hat 80 Grad. Und bei dem heißen Wasser kann man es in 3 Stufen einstellen. Da ist die niedrige dann 70, die mittlere 80 und die hohe 90. Könnte man jetzt drüber streiten, ob man dafür einen extra Menüpunkt hätte machen können. Aber dann kann man das auch reinschreiben, dass man über 40 Getränke machen kann. Genau. Aber jetzt mal hier mein Profil. Ihr seht, das Display ist wirklich groß, sehr responsive, funktioniert total gut, sehr hell. Man könnte fast so einen kleinen Apfel hier raufkleben und sagen, es ist ein Apple-Produkt. Ja, also wenn Apple einen Vollautomaten machen würde, dann sähe er vielleicht ungefähr so aus wie dieser hier, vor allem was das Display anbelangt, weil es hat mich jetzt sehr an Smartphone-Bedienfreudigkeit erinnert, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß, nicht alle mögen den Apple, aber das ist okay. Das ist okay, damit müssen die Leute jetzt hier leben. Also auch Android-User, wir können mit diesem Automaten, glaube ich, sehr gut. Bitte keinen Hate-Storm über Apple nutzen. Deabonnieren. So, hier sind wir jetzt schon in meinen Getränkeeinstellungen drin. Ich habe hier 4 Getränke vorgespeichert, so wie ich die haben möchte. Und jetzt, was wirklich schön ist, wenn ihr jetzt seht, wenn wir hier raufgehen, dann seht ihr hier jetzt die verschiedenen Einstellungen, die ihr in dem Getränk vornehmen könnt. Temperatur habe ich auf hoch eingestellt. Wenn man das jetzt ändern wollte, könnte man hier einfach nochmal raufdrücken. Kann man dann mittel-niedrig machen. Für ein Espresso machen wir immer hoch. Deswegen wollen wir da auch hoch haben. Das behalten wir so. Körper habe ich stark eingestellt. Und bei der Kaffeepulvermenge, das sind hier diese Bohnen, die könnt ihr hier einstellen, habe ich 4 von 5 eingestellt. Und dann mache ich mal den Bezug an und dann könnt ihr euch jetzt mal anhören, wie das Mahlwerk so läuft.
noch was zum Mahlwerk. Ich habe die auf die zweitfeinste Stufe eingestellt. Und wir haben unseren Classic-Kaffee aus dem Coffeeless Shop benutzt. Das Mahlwerk kann man hinter der Brühgruppe sozusagen. Oder bei, also man muss das Brühgruppenfach aufmachen und dann... Genau, das Servicefach, hinter der sich auch die Brühgruppe verbirgt. Genau, dahinter ist dann die Mahlgradeinstellung. Und da kann man die einstellen. Bei einigen geht es ja direkt im Bohnenfach und hier geht es bei der Brühgruppe. Jetzt muss man noch Play drücken und dann geht das schon los, ne? Ja, wir haben durchaus ein leises Gerät hier am Start. Ich glaube, vorne ist so ein Sticker drauf mit irgendwie Quiet Technologie oder so. Quiet Mark. Gut, also es ist jetzt nicht so ultra flüsterleise, aber es geht auf jeden Fall als leiser Kaffeevollautomat durch. Also bei der Messung war es schon ziemlich leise. Es hat 65 Hektoliter. Ja, ist schon sehr leise. Das ist sehr am leisen Ende auf jeden Fall. Mhm. Also das kann man nicht anders sagen. Wir haben gleich auch noch eine Überraschung, weil der Vollautomat kann auch eine Sache, die könnte noch... Keiner, glaube ich, hier. Mm. Zumindest nicht in der, also nicht in der Form. Nicht so mit dem Klick-Klack. Wobei, das stimmt gar nicht. Es gab, glaube ich, mal ein DeLonghi-Gerät, das das konnte. Ja, nicht zu viel vorwegnehmen. Ja. Wir wollen das ja gleich noch aufdecken, worum es sich dabei handelt. Aber dafür müsst ihr natürlich das Video weiterschauen. Wir probieren jetzt erstmal den Espresso. Wie gesagt, Mahlgrad, zweitfeinste Stufe, Temperatur hoch, stark. Bei den Kaffeebohnen habe ich dann 4 von 5 ausgewählt. Das ist die Kaffeepulvermenge. Ich habe den auf 40 Milliliter eingestellt. Ich kann jetzt schon verraten, der hat 62 Grad. Ja. Das habe ich gemessen. Alles gemessen. Er riecht auf jeden Fall schon toll. Er sieht auch richtig gut aus. Ja, also die Crema ist top. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und wir haben jetzt hier unseren Kaffee, unsere Classic-Variante genommen. Kommt mir gerade tatsächlich noch heißer vor als 62 Grad. Mhm. Muss mal probieren. Das würde ich eigentlich sagen, dass es heißer ist, aber ich hatte vorhin gemessen und da halten wir uns lieber an die Messung als an die gefühlte. Ja, also ja, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber geschmacklich finde ich ihn toll, muss ich sagen. Also schön kräftig, aber dennoch rund, schokoladig, also genau so, wie wir unseren Kaffee sozusagen uns vorstellen. Einmal zwischendurch noch kurz, ich hatte ja gesagt, das ist das Topmodell. Es gibt 3 verschiedene Versionen. Wichtig. KF6, KF7 und KF8, den hier. Mhm. Und die Unterschiede, die man am deutlichsten sieht, sind eigentlich die Displaygrößen, weil der hier hat, ich muss das mal kurz ablesen, 12,7 cm, das ist dann wahrscheinlich die Diagonale. Ne? Wird wahrscheinlich die Diagonale 12,7 sein. 12,7 cm Diagonale beim Touchscreen. Der KF7 hat 8,8 und der KF6 hat 6 und das ist dann natürlich nur halb so groß, könnt ihr euch dann vorstellen. Deutlicher Unterschied auf jeden Fall. Und ich muss vom Gefühl her sagen, wenn ich diesen KitchenAid Kaffeevollautomaten haben würde in meiner Küche, würde ich auf jeden Fall die Version mit dem größten Display haben wollen, weil irgendwie sonst macht das keinen Sinn. Vom Preis ist es so, im Moment kostet der 2000 Euro, der mittlere kostet 1800 Euro und der kleine, also der mit dem kleinen Display in dem Fall, kostet 1500 Euro. Hat da noch ein paar andere Unterschiede wie voreingestellte Getränke. Aber wie gesagt, die Getränkeanzahl scheint mir hier auch so ein bisschen so aufgepumpt worden zu sein. Ja. Da ist schon... Also es ist wirklich vom Gerät her ist es der einzige klar erkennbare Unterschied, dass das Display kleiner ist. Alles andere ist kaum eine Einschränkung, mit vielleicht einer Besonderheit beim KF6, dass man dort keine Zwei-Tassen-Funktion hat in der Software. Das müsste softwareseitig dann sozusagen verhindert worden sein, um da nochmal eine Abgrenzung sozusagen zu dem Top-Modell zu schaffen. Diese Funktion ist hier natürlich jetzt vorhanden und die werden wir uns gleich auch nochmal angucken. Wenn wir zum Latte Macchiato kommen, seht ihr, dass das durchaus ein Problem sein kann. Exakt, genau. Aber wir machen erstmal mit dem Kaffee weiter. Wir sind schon wieder viel zu weit im Programm. Wir sind hier dann wieder bei meinen Voreinstellungen. Das ist super, ist alles gespeichert. Ich muss mir nichts merken, kann das Gehirn ausschalten. Ich habe jetzt hier 120 Milliliter eingestellt. Temperatur niedrig, bei dem Kaffee immer niedrig, weil der wird dann meistens doch ziemlich viel heißer. Auf stark habe ich den Körper eingestellt und ich habe 3 von 5 Kaffeebohnen bei der Kaffeepulvermenge eingestellt. Und ich mache jetzt den Bezug wieder an. Ja, vielleicht kannst du auch gleich noch was dazu sagen, wie du jetzt diese Einstellung überhaupt in diesem Gerät speichern kannst. Das heißt also, wie das funktioniert. Profile. Ja. Ich habe ein Profil angelegt, ein Arne-Profil. Und in dem kann man dann einfach seine ganzen Getränke hinzufügen, die man selber da drin haben möchte. Man kann da natürlich auch mehrere Profile anlegen. Und das ganze Bediensystem ist so intuitiv. Ich habe keinmal die
Das war wirklich schön. Ist ein ganz neues Gerät, habe ich noch nie benutzt. Ich habe kein Mal in die Anleitung geguckt. Und alles hat beim ersten Mal geklappt, was ich machen wollte. Das hatte ich wirklich selten. Die Anleitung ist auch wirklich sehr dünn, zumindest in einer Sprache. Ist natürlich eine dicke Anleitung, weil es 300 verschiedene Sprachen hat. Aber man muss nur irgendwie 10 Seiten durchblättern. Da steht was zur Entkalkung drin. Das kann man sich einmal durchlesen. Aber es ist alles super, super intuitiv und man braucht es tatsächlich gar nicht. Es gibt ja so ein Elon Musk-Zitat zur Anleitung. Na? Ich kenne es nicht genau. Ich kann es nur sinngemäß wiedergeben. Er sagt immer, ein gut funktionierendes Produkt braucht keine Anleitung. Und, könnte jetzt auch von Steve Jobs sein, wo wir schon bei Apple waren. Naja, heute hauen wir alle raus. Ja. Dafür kriegen wir bestimmt noch ein bisschen Ärger. Und es macht immer noch so ein nettes Geräusch, wenn es dann fertig ist. Ja, düng. Das ist ganz schön. Ne? Wenn ich jetzt noch einen Pluspunkt vergeben würde, dann würde ich sagen, ach, wenn ich mir jetzt die Geräusche noch einstellen könnte, wäre das natürlich super, wenn ich mein eigenes Bestätigungsgeräusch noch fertig einstellen könnte. Ach so, so einen eigenen Sound. Ja, aber das geht nicht. Wie damals auf MTV, wo man sich seine Klingeltöne runterladen. Ja, Soundtöne für einen Kaffee Voller. Wäre vielleicht auch mal eine Geschäftsidee. Ja. Damit soll man ja mal sehr viel Geld verdienen. Würdet ihr es kaufen? Schreibt mal in die Kommentare. Sieht gut aus, 120 Milliliter. Sieht sehr gut aus. Ist jetzt, was habe ich mir zur Temperatur aufgeschrieben? Muss ich aufpassen, okay? Ja, muss ich. Der hat jetzt 80 Grad. Oh ja, 80 Grad ist schon eine schön heiße Temperatur auf jeden Fall. Ist jetzt richtig kräftig geworden, hat aber noch eine ganz leichte, ganz schöne, ganz leichte Säure auf der Zunge, Außenseite. Und er verliert halt auch nichts. Also er wird jetzt auch nicht irgendwie wässrig oder so. Hat eine super Temperatur und ich glaube, wenn man Milch haben will, kommt die Milch da wunderbar gegen an. Das hatten wir auch schon mal so ein paar Kandidaten, wo das einfach, wo ich gesagt habe, also wenn du da jetzt Milch reinmachst, dann hast du, er ist nicht zu heiß oder er wird halt irgendwie zu milchig, irgendwie, dass der Kaffee verliert. Aber hier würde ich sagen, passt es super. Nicht zu kalt, meinst du wahrscheinlich? Genau, ja. Wir haben, das meine ich, richtig. Kein Problem. Wichtig ist immer, ihr bekommt unten nur was Gutes raus, wenn ihr oben was Gutes reinkippt. So ist es. Wir haben jetzt halt unseren Kaffee im Shop benutzt. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, den verlinke ich euch unter diesem Video nochmal. Da könnt ihr einen richtig guten Kaffee für einen Vollautomaten kaufen. Das ist auch genau der, den wir hier benutzen, der hier so gut funktioniert. Und da gibt es natürlich auch unsere schönen Gläschen. Die doppelwandigen. Thermosbecher und Reinigungsprodukte für Kaffee-Vollautomaten. Wir haben auch Tassen, Porzellantassen. Da findet ihr wirklich einiges und es ist alles an allen Geräten erprobt. Wir haben hier über 100 Vollautomaten im Lager. Und alles perfekt eingestellt. Wir benutzen dann immer mit unseren Produkten natürlich auch und probieren das aus, ob das alles seine Richtigkeit hat. Wir kommen jetzt mal zu einem Milchgetränk. Da werde ich euch was zeigen, wo ich jetzt schon weiß, dass sich viele Leute darüber freuen werden. Ja. Das ist nämlich einer meiner häufigsten Kommentare, die wir hier im Kanal bekommen. Und zwar gehen wir jetzt mal zu dem Cappuccino. Mhm. Und dafür braucht man dann natürlich das angeschlossene Milchschaum, den Behälter. Da habe ich jetzt meinen ersten negativen Punkt. Das Ding hier ist nicht fest. Und ich hasse es, wenn bei den Milchschaumbehältern der Deckel nur so lose ist. Ja. Weil klar, wenn du da einmal gegenkommst, das Umfeld, dann schwappt alles raus. Ich meine, es würde ja schon eine Gummilippe, würde ja es schon irgendwie tun. Ne? Das ist halt so ein bisschen wie bei vielen Bohnenbehälterdeckeln, ist ja auch noch so eine Gummilippe drin und sitzt ja auch ein bisschen fester drauf. Und das wäre eigentlich schon das Einzige, was man machen müsste. Woran erinnert uns das? An Milchbehälter von Nivona. Ja. Bei denen ist das nämlich genauso. Mhm. Mir haben jetzt viele im Vorhinein schon geschrieben, wo wir ein paar Fotos von dem Gerät geteilt haben, dass sie finden, dass sie der optisch an Miele-Gerät erinnert. Verstehe ich auch, woher das kommt. Die haben allerdings kein so schönes Display und fühlen sich nicht ganz so fest an. Aber das Ding hier erinnert auf jeden Fall an Nivona und das nervt mich, weil das müsste fest sein. Ich glaube, Miele hat überhaupt keine Farbdisplays. Ne? Die haben, glaube ich, immer noch diese zweifarbigen. Ja, wir haben uns die aber auch länger nicht mehr angeguckt. Ja, ne? Müsste man nochmal. Ach doch, der ganz teure, glaube ich, der CM 2500 oder irgendwie sowas, der hat, glaube ich, ein Farbdisplay tatsächlich. Aber da muss man wirklich schon in die Top-Liga, glaube ich. 7500, genau. Ja. Ja. Ich wurde auch gerade gefragt, ob wir die mal wieder testen. Machen wir auf jeden Fall. Ja. Ich gehe jetzt mal auf den Cappuccino. Und hier seht ihr jetzt was Schönes, was viele Leute freut, das weiß ich, weil hier kann man jetzt nämlich auch Reihenfolge auswählen. Oh, Reihenfolge, das heißt, ja. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, ob der Kaffee zuerst oder der Kaffee zuletzt kommen soll. Und wir wollen das zuerst machen, weil sich viele immer darüber beschweren, dass bei vielen Geräten das dann in der falschen Reihenfolge zubereitet wird. Mich persönlich stört das immer gar nicht so, aber es gibt Leute, denen ist das wichtig. Deswegen haben wir das so eingestellt, bis 140 Liter bei der Milchmenge, 40 Milliliter bei der Kaffeemenge. Ich habe 4 von 5 Kaffeestärke ausgewählt, das ist nämlich Kaffeepulvermenge, stärker wie stark wird. Und dann steht hier noch tierisch. Tierisch heißt jetzt nicht, dass der tierisch stark wird oder tierisch toll, sondern das ist einfach die... Tierisch gut. Oder tierisch gut. Das ist einfach die Milchauswahl sozusagen. Man kann nämlich pflanzenbasierte Alternativen noch auswählen
Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Gerät dann anders macht, aber scheint irgendwas anders zu machen bei Milchaufschäumen, vielleicht mit einer etwas anderen Temperatur oder anderen Geschwindigkeit. Und es ist also dafür explizit geeignet, Milchalternativen zu benutzen. Kuhmilch, Alternativen, sagt man das? Kuhmilch, ja. Tierische Milchalternativen. Ja, wir sind jetzt hier auf jeden Fall nicht tierische Milchalternativen. Wir sind jetzt auf jeden Fall tierisch unterwegs und bereiten jetzt mal unser Cappuccino zu. Ihr könnt hier oben zum Beispiel auch noch die 1 drücken und eine 2 draus machen, dann kriegt ihr 2 Getränke mit den gleichen Einstellungen. Aber wir machen jetzt mal nur einen. Ja. Das ist ein schönes Licht. Naja, und das Schöne ist ja, dass wenn ihr ein paar Leute in eurer Familie seid, ihr könnt einfach für jeden ein unterschiedliches Profil anlegen und derjenige, der seinen Shot zuerst haben möchte, kann seinen Shot zuerst konfigurieren und diejenigen, die den Shot erst hinterher haben möchten, können ihn dann hinterher konfigurieren und es wird halt alles schön gespeichert. So, das ist schon irgendwie eine nette Sache. Ja, und wie gesagt, das ist auch also so Kleinigkeiten, ne? Also meinen Namen dann zu schreiben, diese 4 Buchstaben, das, man muss irgendwie nicht hin und her, man kann einfach ganz einfach schreiben. Speichern, fertig. Super einfach. Muss nichts suchen und das klingt so selbstverständlich, aber... Ist es nicht. Ist es nicht. Was macht er da vorne? Ist er? Nee, ach, der... Naja, Espresso, jetzt kommt, genau, und jetzt kommt Milch. Genau, das ist natürlich so, wenn wir es jetzt so machen. Normalerweise bei den meisten Getränken lassen wir den Espresso dann am Ende reinlaufen und nennen es dann trotzdem Cappuccino zum Unmut einiger Zuschauer. Das sieht jetzt natürlich anders aus, weil jetzt bei diesem Bezug danach wird sich natürlich jetzt schon der Espresso verbinden mit der Milch und dem Milchschaum. Mhm. Und das ist ja auch ein bisschen Sinn der Sache. Das ist bei vielen anderen Getränken, bei vielen anderen Geräten so, dass der Hersteller sich dann einfach sagt, ach komm, wir machen nochmal das Getränk Flat White ins Menü und kehren da dann einfach die Reihenfolge um. Das sieht dann ein bisschen anders aus, ist aber am Ende doch ziemlich genau das Gleiche drin. Ja. Das gibt es dann natürlich auch oft. So, ich glaube, jetzt ist er fertig. Ne? Ja, ihr merkt schon, er macht die Bezüge auch schnell. Das finde ich gut. Ja, genau. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen Cappuccino mit einer anderen Reihenfolge, mit schönem, feinem Milchschaum obendrauf. Ja, so ähnlich sieht das bei vielen Geräten aus, wenn man Flat White bezieht. Genau. Der hat jetzt von der Temperatur 65 Grad. Das ist so schön warm. Heiß. Heiß. Für warm kriege ich auch mal Ärger, wenn ich das sage. Ich bin vielleicht ein bisschen traumatisiert von der Kommentarzeile. Ihr seht, ich lese das wirklich alles. Genau, trotzdem immer gerne eure Kommentare reinschreiben, das finden wir gut. Die meisten haben ja auch was Nettes zu sagen. Da haben wir was Nettes zu sagen und wir können meistens durch unsere Community auch noch was lernen, was ja auch immer super hilfreich ist. Weil ihr benutzt dann ja die anderen Vollautomaten vielleicht viel mehr als wir. Das ist dann schon immer gut, wenn noch Tipps und Empfehlungen und Hinweise kommen. Wenn wir mal Unsinn erzählt haben zum Beispiel. Ja, was durchaus mal vorkommt. Kann vorkommen. Vor allem bei dir. Es liegt einfach nur daran, dass ich mehr rede. Ich sage natürlich nie irgendeinen Unsinn. Du fährst da immer die vorsichtige Strategie. Ja, ich muss nur die Fragen stellen, das ist also ganz einfach. Probier mal. Ja, also ich glaube, ich entwickle mich langsam auch zu jemandem, der sagt, vielleicht doch erstmal den Shot und dann die Milch. Lecker, ne? Ist auf jeden Fall ziemlich lecker. Und der Milchschaum ist auch echt super fein geworden. Also erinnert mich so ein bisschen fast an Jura, weil Jura ist ja wirklich so der König des feinen Milchschaums eigentlich. Und KitchenAid kommt da schon ziemlich dicht jetzt ran vom Geschmack her, muss ich sagen. Nicht die Königin? Ja, die Königin. S. Ends. So, wir machen mal weiter, bevor wir uns hier politisch verhaken. Und machen nochmal Latte Macchiato. Also sehr gut, muss ich sagen, dieser Cappuccino. Und jetzt kommt nämlich mein zweiter Kritikpunkt an dem Gerät, den ich das bisher gefunden habe. Wenn wir hier beim Latte Macchiato ins Menü reingehen, dann seht ihr hier, ich habe jetzt den Doppel-Latte Macchiato schon ausgewählt. Und das habe ich deswegen gemacht, weil wenn ich einen Einzel-Latte Macchiato auswähle, dann kann ich bei der Milchmenge hier nur auf maximal 190 Milliliter. Und bei der Espresso-Menge, die ich haben möchte, wird auch mein Glas nicht voll. Und das kann ich ja nicht haben, wenn mein Glas nicht voll ist. Es ist halt auch wirklich wenig. 190 Milliliter ist jetzt echt nicht viel. Ne? Da habe ich irgendwie 2 Minuten was von, wenn ich mir dann so einen Kaffeelatte beziehe oder einen Latte Macchiato in dem Fall. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach dem Nutzer, also uns und euch, die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, ich möchte gerne einen halben Liter Milch beziehen, weil ich halt einen Humpen Becher drunter stelle, wo halt auch nicht was reinpasst. Vom Oktoberfest sein Glas mitgebracht und wir das voll machen. Warum nicht, ne? Ja. Und das ist erstmal ärgerlich,
Aber dann ist es total egal, weil dann nimmt man hier einfach diese Doppelglasfunktion, stellt die Mengen ein bisschen geringer ein, muss im Kopf haben, dass sich alles verdoppelt. Ich möchte sowieso gerne bei meinem Latte Macchiato einen Doppelshot drin haben. Deswegen ergibt es dann auch immer noch alles Sinn. Und wir machen jetzt einfach zwei Getränke in eine Tasse, in ein Glas und dann das richtig gut. Aber es ist irgendwie ein bisschen ärgerlich, dass es nicht einfach so geht. Tja. Und das ist wirklich was, was das Gerät offensichtlich kann, weil jetzt macht er das ja auch. Und das ist einfach nur eine softwareseitige Limitation. Und warum sollte man das machen? Das ergibt keinen Sinn. Es könnte natürlich jetzt sein, dass irgendwie das Gerät überheizt, wenn jetzt eine gewisse Menge Milchschaum durchläuft. Aber das geht ja sowieso jetzt mit dieser Doppelfunktion. Also genau, also da muss man wahrscheinlich irgendwie 3 Liter Milch durchheizen, bis hier irgendwas überheizt, denke ich mal. Aber naja, gut, es ist halt einfach so. Wir müssen es jetzt mal so hinnehmen. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass ich 30 Milliliter für den Espresso-Bezug eingestellt habe, der aber zweimal kommt. Also zwei Shots Espresso mit jeweils 30 Milliliter. Und Milchschaumbezug habe ich auf 120 Milliliter mal 2 sind 240 Milliliter eingestellt. Dann habe ich 3 von 5 Kaffeebohnenstärke eingestellt. Temperatur auf hoch. Tierisch. Milch auf tierisch. Ja. Die Stärke auf stark. So, wenn man jetzt natürlich sagt, hey, mir ist das irgendwie zu stark mit irgendwie 2 Espressos drin, ne, dann bleibt dann leider nur die Möglichkeit zu sagen, okay, ich muss mir die Milch einzeln beziehen. Ne, den Milchschaum einzeln beziehen und dann halt nochmal ins Menü gehen und einen Espresso-Shot, einen Shot sozusagen oben raufsetzen. Also dazu muss man sagen, das Glas wird halt, die oberen 2 Finger werden nicht ganz voll. Gibt bestimmt auch viele Leute, die das jetzt nicht so stört wie uns. Genau. Wir legen ja auch mal Wert darauf, dass es gut aussieht für Fotos. Aber es sind halt die Details, die dann auch wichtig sind. Und ja, die muss man dann ja auch erwähnen. Da muss man dann ein bisschen rumtricksen. Man kann natürlich auch die Kaffeebezugsmenge höher machen. Das ist dann auch Geschmackssache. Viele mögen halt auch mehr als 30, 40 Milliliter Kaffee da rein haben. Das sind jetzt die Einstellungen, die wir empfehlen, die ihr als Standard, als Basis nehmen könnt und von da aus dann experimentieren könnt. Denn richtig ist immer das, was schmeckt. Genau. Bei mir kommt noch gut aussehen dazu. Gut aussehen, ja. Ich möchte auch, dass es gut aussieht. Ja, das bereitet sich auf jeden Fall schon mal ganz gut vor, das Aussehen hier. Und ding, 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 jetzt ist es fertig. Wir haben hier bei unserem Latte Macchiato gute 2 Finger Milchschaum. Wie gesagt, sehr fein. Von oben sieht er toll aus. Ich habe da wirklich gar nichts dran zu meckern. Er hat 64 Grad. Ja, genau, 64 Grad. Hier oben wird er jetzt ein bisschen heißer sein als hier unten, weil es noch nicht ganz umgeht. Ja, vielleicht kannst du mal umrühren ein bisschen. Sonst ist es sehr stark, glaube ich, oben am... Mit dem Finger, oder? Nee, da ist deine Temperaturanzeige. Mit der machst du es doch sonst immer. Ja, bin ich gerade bereit. Na gut. Hier mein Thermometer. Ich bin ja immer, bevor diese Videos kommen, stehe ich hier immer schon stundenlang am Tresen mit Thermometer und Dezibelmesser ausgerüstet. Es wird alles haargenau minutiös dokumentiert. Und stehe hier normalerweise flutend, diesmal ging's. Und ja. Oh, ich darf sogar probieren als Erster. Das ist natürlich schön. Mhm. Ja, also Temperatur gefällt mir sehr gut. Also ähnlich jetzt wie der Cappuccino, ne? Also ist jetzt, ich habe wirklich... 1 Grad weniger. 1 Grad weniger. Ich habe wirklich, also eigentlich habe ich nicht viel dran zu meckern. Wenn man jetzt sagen würde, okay, man will noch mehr Milchschaum haben, dann muss man vielleicht eher auf die Jura-Seite gucken. Die machen, glaube ich, nochmal so einen halben Finger mehr Milchschaum rein. Aber für mich sind die 2 Finger eigentlich völlig ausreichend. Ich habe auch ein bisschen was weggerührt gerade von dem Milchschaum. Genau, hast noch ein bisschen was weggerührt. Aber ja, also es gibt sehr wenig, eigentlich gar nichts dran auszusetzen. Es kommt eine Sache, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, euch das zu zeigen, weil das ist super, dass das funktioniert. Das ist nämlich auch eine Neuerung, die ich auch noch nicht so oft, vielleicht sogar noch gar nicht gesehen habe. Wir hatten halt schon ein paar Geräte, wo man den Bohnenbehälter austauschen kann. Ich glaube, es gab mal von Saeco ein Gerät, stimmt, ja, das auch einen austauschbaren Bohnenbehälter, jetzt haben wir schon verraten. Ja, austauschbarer Bohnenbehälter. Weil hier könnt ihr nämlich den Behälter entriegeln und dann gibt es hier einen Knopf. Da könnt ihr raufdrücken und dann machst du plopp und dann federt das Ding hier so hoch. Und hier sind jetzt die Kaffeebohnen nämlich drin. Mhm. Und dann könnt ihr euch entscheiden, was ihr damit macht. Es wäre jetzt super schön gewesen vom Hersteller, wenn er noch so ein zweites Teil mitgegeben hätte, finde ich, mit dem Deckel drauf oder so. Also einer ist auch gut, weil jetzt kann dir das halt in euer
in eure Tüte wieder umfüllen oder in irgendwie eine Kaffeedose, ja, wo auch immer ihr das lagert, und könnt die Bohnen auswechseln. Man muss allerdings dazu sagen, dass noch ein Rest Kaffeebohnen in dem Mahlwerk verbleibt. Das kann man dann entweder rausstaubsaugen oder einfach noch verbrauchen. Man kann hier noch so ein bisschen reinfummeln, ja, und noch so ein bisschen was, aber ein Shot oder zwei sind ja, auf jeden, ja, Fall schon immer noch, bleiben noch, müsst ihr verschwenden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Decaf, einen entkoffinierten Kaffee reinmachen wollt, ja, dann muss man das einmal leer laufen lassen und ja, zwei Shots verschwenden leider. Aber das ist dann vielleicht annehmbar für die Bequemlichkeit, dass man das halt austauschen kann. Das geht auf jeden Fall ganz gut. Das und hier auch wieder die Haptik ist sehr gut. Ne? Ja. Also es klackt alles fest, es ist irgendwie stabil, es klappert, ne? Es klappert wenig, es dichtet gut ab. Es saugt sich fast ein bisschen an. Ja. Finde ich schon ziemlich gut. Wir kommen jetzt nochmal nach vorne. Ich mache mal den Tristabehälter aus, zeige euch das nochmal und kommt zu meinem letzten Kritikpunkt. Ich habe immerhin drei gefunden. Ja. Ach, da oben war übrigens noch das Fach für vorgemahlenes Kaffeepulver drin, was wir nicht benutzen wollen, weil das ist nie. Ja, ich bin mal auf deinen letzten Kritikpunkt gespannt, weil ich habe vielleicht auch noch eine Sache zu erwähnen. Es sei denn, du erwähnst diese Sache, dann erwähne ich sie nicht. Okay. Ich fange einfach mal an. Und zwar ist es hier so, dass die Schale, die Abtropfschale, zieht vom Gewicht hier so ein bisschen runter. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, vielleicht ist unser Tisch auch ein bisschen krumm, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, hier wäre es einfach schön, wenn das hier noch, guck mal, ihr seht das, das hat hier so ein bisschen Spiel, wenn das hier so ein bisschen höher drin sitzen würde. Mhm. Das wäre irgendwie ganz nett. Das könnte man jetzt, man könnte einfach so einen kleinen Silikonfuß darunter kleben, hätte man das Problem gelöst. Das kann man auch selber machen zur Not. Das ist wirklich nur eine Kleinigkeit, was mir noch aufgefallen war. Ich zeige euch jetzt nochmal hier vorne die Klappe, könnt ihr abnehmen. Richtungs raus und dann könnt ihr hier diese Klappe abnehmen und hier seht ihr dann das Milchschaumsystem. Ich nehme das hier einfach mal raus. Das könnt ihr dann auch noch so ein bisschen in Einzelteile zerlegen. Hier ist die Klappe, die darf nicht in den Geschirrspüler, hat aber auch eine Markierung, dass es da nicht rein darf. Und das Ding hier könnt ihr einfach mal einweichen, sauber machen, falls mal irgendwas verstopft ist. Und das kann man hier schön leicht für die Reinigung auf jeden Fall rausnehmen und sollte man dann auch immer mal machen. Und genau, eigentlich bin ich ja für den Tristabehälter nach vorne gegangen, aber das wollte ich euch einmal kurz zeigen. Das könnt ihr dann hier wieder so reinklacken und hier könnt ihr jetzt den Tristabehälter nach vorne rausziehen und dann seht ihr hier jetzt die Kaffeepucks da drin. Ich nehme einen raus, dann könnt ihr das besser sehen. Das hier ist jetzt ein wunderschöner, noch ziemlich heißer tatsächlich Kaffeepuck und die fallen da gut rein und ansonsten ist es so eine ideal Standard-Abtropfschale. Und vielleicht kannst du ihn mir hier noch mal so auf die Seite drehen. Ja. Jo, das ist gut. Hier habt ihr dann eine Serviceklappe, die ihr komplett rausnehmen könnt. Hier seht ihr dann noch mal die Mahlgradverstellung. Hier ist fein, da ist grob. Wir haben es eher Richtung fein eingestellt. Und die Brühgruppe seht ihr hier. Und da sagen jetzt viele von euch, oh, alter Bekannter, das kennt man. Das ist natürlich eine Brühgruppe, die sehr ähnlich aussieht wie bei vielen Geräten von Siemens oder Miele. Das ist jetzt nichts Neues, sage ich mal. Und hier seht ihr dann, okay, da ist ein bisschen Kaffeepulver, Kaffeepulverreste drin. Die könnte man dann jetzt einfach unter fließendem Wasser ausspülen, ein bisschen mit einem weichen Schwamm sauber machen. Keine Seife benutzen. Keine Seife benutzen, weil dann verklemmt die nämlich leicht, weil die Schmierstoffe dann Fette sich dann auflösen. Und das war's auch schon. Dann kann man es hier wieder stöpseln. Hier ist so ein kleiner Hebel, den müsst ihr runterdrücken, damit es reinklackt. Und dann kannst du es eigentlich schon wieder nach vorne drehen. Mhm. Er will jetzt gerade auch das Milchsystem spülen. Das machen wir jetzt aber mal in dem Video nicht. Also ihr habt diverse Reinigungsprogramme. Das funktioniert auch alles super. Dann kannst du noch mal den Wassertank zeigen. Ja. Hier ist der Wassertank. Da passen 2,2 Liter rein, ne? Wenn ich das richtig erinnere. Ja. Hast du von meinem Spickzettel abgelesen? Ich habe von dem Spickzettel abgelesen, den ich erstellt habe. Okay, 2,2 Liter, das ist auch bei allen Modellen das gleiche Fassvermögen, also Fassungsvermögen. Und macht insgesamt auch einen guten Eindruck. Gibt es nichts zu meckern, man kann ihn gut anheben, man kann ihn auch gut abstellen, fällt nicht um. Auch, ne? Genau, hat so ein kleines Sichtfenster, aber der Automat erinnert einen halt sowieso natürlich dran, ob man Wasser nachfüllen muss oder nicht. Genau, das muss man wieder runterklappen und fertig. Ja, ich habe ja auch noch einen Kritikpunkt. Genau, da wollte ich jetzt gerade fragen. Genau, du hast ihn nämlich nicht angesprochen und zwar
Es gibt immer viele Diskussionen darüber, ob man jetzt App-Funktionalität braucht oder nicht. Ne? Mhm. So, das heißt also, der Trend geht natürlich dahin, zu alles irgendwie per App zu machen. Und jetzt KitchenAid hat sich derzeit zumindest dazu entschieden, keine App-Funktionalität anzubieten. Nicht einmal bei dem Topmodell, was wir jetzt haben, für fast 2000 Euro. Das ist natürlich insofern so ein bisschen schade, weil andere Hersteller, wie jetzt beispielsweise Jura, die sich in einer ähnlichen Preisklasse befinden, die Joe-App haben, also die Jura Operating Experience oder so. Ich weiß nicht genau, wie die Abkürzung ist, aber die haben halt eine App, wo man eben Getränke programmieren kann. Allerdings muss man auch sagen, dass Juras Displays nicht so gut sind, wie jetzt dieses Display. Insofern, ja, die App ist jetzt auch nicht so dolle. Und die App ist auch nicht so toll. Ne? Also ich habe es lieber, wenn ein Hersteller sich dazu entscheidet, ein richtig tolles Bedienkonzept in einem Display umzusetzen, was man gut bedienen kann, als eine lieblose App dahin zu klatschen, die halt irgendwie nur Frustration auslöst. Also am besten ist natürlich, wenn beides toll ist. Das wäre das Beste. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Man kann auch eine gute App machen und ein tolles Interface. Gibt es auch. Also Melitta hat eigentlich eine ganz gute Apps schon gemacht, finde ich. So auch von der Grafikoberfläche und so. Gut, KitchenAid hat sich jetzt dazu entschieden, es nicht zu machen. Es gibt auch jetzt nichts, wo man das nachrüsten könnte bei diesem Gerät. Kein Wi-Fi-Steckermodul, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also man muss sich damit begnügen, dass das halt eben jetzt nicht funktioniert. Okay. Das würde ich mal so als, also wir haben unsere drei Kritikpunkte und dann haben wir das nochmal so als, wenn es einem wichtig ist, ist es natürlich zu beachten, wenn es einem nicht wichtig ist, nicht. Wie gesagt, die Bedienung und das Bedienkonzept sind ziemlich cool und da sind wir jetzt auch schon mal bei unserem kleinen Fazit und die Bedienung ist eigentlich auch das, was mich am meisten begeistert hat. Das ist hier einfach ein gutes, hochwertiges, reagierendes Display gibt, das gut funktioniert, wo das Interface durchdacht ist, immer das passiert, womit ich rechnen würde intuitiv, wenn ich irgendwo raufdrücke, wo ich einfach Profile speichern kann, wo die Bedienung wirklich leicht von der Hand geht, ich immer an der Stelle, wo ich damit rechne, das finde, wo jetzt nicht der Bezug sofort angeht, wenn ich aufs Getränk drücke, sondern erstmal nochmal eine Untereinstellung kommt. Und das hat mich wirklich überzeugt und das ist schön. Und vielleicht muss man auch dazu sagen, dass es so ein kleiner Vorteil ist für einen Hersteller, der noch nicht so viele Bediengeschichten und Displays gemacht hat. Man hat halt keine Altlasten, ne? Man kann halt von vorne anfangen. Mhm. Ich denke mal, bei so Herstellern, die so etabliert sind wie Jura, da ist es so, da haben sie dann irgendwie dieses Monstrum von App, die schon irgendwie kompliziert und komisch ist, wahrscheinlich auch von der Software dahinter ein bisschen komplizierter. Da muss man das immer dann irgendwie ranbasteln, wieder das Neue. Mhm. Und ich glaube, wenn man so von vorne anfangen kann, ist es vielleicht auch einfach ein bisschen einfacher, kann ich mir vorstellen. KitchenAid ist halt kein neuer Hersteller. Man kennt den halt von diesen Geräten. Aber unsere erste Espresso-Maschine war auch von KitchenAid. Das stimmt, ja. Das war der Siebträger, genau. Siebträger, mhm. genau. Mhm. Das ist lange her. Irgendwie 15 Jahre her. Mindestens, oder so. Ja. Also KitchenAid ist jetzt auch nicht neu im Kaffeebereich. Mir haben die Getränke alle gut gefallen. Die schwarzen Getränke waren super. Die Getränke mit Milchschaum waren gut. Das Gerät ist leise. Die Getränke werden schön heiß. Vielleicht hätten wir einen Zentimeter mehr Milchschaum beim Latte Macchiato gewünscht. Unsere Kritikpunkte waren, dass hier vorne das Ding ein bisschen nach unten hängt, dass man da vielleicht nochmal einen extra Silikonfuß hinkleben müsste, dass der Deckel hier nicht abschließt, sondern wenn der umfällt, ausläuft. Und der letzte Kritikpunkt war die Bezugsmenge vom Milchschaum beim Latte Macchiato, dass man das höher einstellen kann, dass man dann den Umweg über den Doppelgetränkebezug gehen muss. Ja, vielleicht kannst du einmal noch zusammenfassen, für wen jetzt diese Maschine geeignet ist. Wer sollte KitchenAid sozusagen in die engere Auswahl seines Kaffeevollautomatenkaufs beziehen? Also ich finde generell, das ist ein super Gerät. Hat mir total Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Also ich tendiere fast dazu, jedem den zu empfehlen, der sich den leisten kann. Weil 2000 Euro sind natürlich kein Pappenstiel und man sollte ja am besten noch einen Kaffee dazu kaufen. Nicht vergessen. Ja auch nicht umsonst. Dafür sollte man noch Budget überlassen. Aber ihr habt den schönen großen Milchtank, der funktioniert schnell. Also der ist wirklich von, ich würde sagen, 2 bis 6 Personen im Haushalt ein super Gerät. Kann man gut empfehlen. Kleines Büro vielleicht Kleines noch. Kleines Büro vielleicht noch. So, ja, kommt drauf an, wie klein, aber wirklich sehr klein dann. Mhm. Ne? Für alle, die modernes Design wollen, es ist natürlich ein sehr modernes Design. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Kaffeevollautomat in irgendeinem Reetdachhaus auf Sylt sehe, weil er dafür dann doch sehr modern ist. Aber wenn ihr halt gerne modernes Design wollt, sowieso ein bisschen minimalistischer das haben möchtet, dann passt der da, glaube ich, super rein. Das ist dann aber so eine Geschmacksfrage, die jeder für sich selbst beantworten kann. Und
Ich bin wirklich positiv überrascht von dem Gerät. Hat mir viel Spaß gemacht, es zu testen, einzustellen, zu bedienen. Ich hoffe, wir konnten euch das jetzt gut zeigen. Wenn ihr ein paar Vergleichstests haben wollt, wenn ihr noch weitere Tests von anderen Kaffeevollautomaten der Preisklasse sehen wollt, freuen wir uns auch immer, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir haben hier ziemlich viel noch vor. Wir haben hier unterm Tisch auch noch ziemlich viele andere Geräte stehen. Sieht man alles nicht, aber es ist wirklich voll. Im Lager haben wir hunderte Geräte stehen. Wir haben auch wirklich eine unglaubliche Videoliste mit Videos, die wir noch produzieren wollen, müssen, auch weil wir das versprochen haben. Mhm. Das wird nicht weniger. Und wenn ihr das mitbekommen wollt, abonniert uns. Aktiviert diese Glocke, das ist super. Gebt uns Feedback, welche Direktvergleiche ihr haben wollt. Vielleicht wollt ihr den mal direkt verglichen haben mit dem neuen Jura J10 zum Beispiel. Den haben wir hier nämlich als nächsten stehen. Oder mit dem Siemens-Kaffee-Vollautomaten. Sagt uns das in den Kommentaren, wir werden das versuchen. Und denkt immer dran, guter Kaffee ist wichtig. Schaut gerne unseren Shop, wir freuen uns da, wenn ihr unseren Kaffee kauft, weil ohne guten Kaffee es bringt kein guter Vollautomat was. Das ist leider einfach so. Und deswegen fängt es immer bei gutem Kaffee an und hört bei gutem Kaffee auf dann im Idealfall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich. Ciao.